Hallo und herzlich willkommen zurück zu den Star Stable News vom 23.10. Heute wird es ein kleines bisschen unheimlich, denn das Halloween-Update ist heute draußen und es wird wahrscheinlich eins der besten Halloween-Updates aller Zeiten. Vielleicht fragt ihr euch, was denn genau dieses Halloween-Update zum besten Update aller Zeiten macht, aber das werde ich euch gleich noch zeigen, was es zumindest für mich für das beste Halloween-Update der bisherigen Zeiten macht. Aber erst einmal könnt ihr natürlich wieder hier ganz auf Jorvik verteilt die ganzen Portale finden, die euch zur Festung des Galoppreiters führen. Und dort werden wir uns nun gleich wieder treffen und uns das alles mal anschauen. Herzlich willkommen auf der Festung des Galoppreiters. Wie auch letztes Jahr gibt es hier wieder so einige Aufgaben zu erledigen. Ja, wir befinden uns hier wieder mitten in Festung des Galoppreiters und wie schon eben erwähnt, gibt es hier wieder so einige Sachen, die man erledigen kann, die man tun kann, wie zum Beispiel wieder die Seelensplitter hier überall sammeln und sie in den Kessel werfen, um dann einige Belohnungen zu erhalten. Außerdem gibt es auch noch ein paar gruselige Rennen hier, von denen wir ein bisschen von der Vergangenheit des Galoppreiters erfahren. Natürlich dürfen auch die Halloween-Shops nicht fehlen und auf den Vogelscheuchenberg ist das Rennen wieder zurück, passend zur Halloween-Zeit. Magisches Pulver für die Anfangspferde zum Verwandeln gibt es auch wieder zu kaufen. Ich glaube, da habe ich sogar noch vom letzten Jahr was übrig. Aber falls ihr nichts mehr habt, gibt es natürlich auch wieder neues Pulver. Und was ist eins der besten Sachen? Natürlich, was wir zum Halloween-Update haben. Neue Urpferde oder auch alte Urpferde, wie zum Beispiel das Urpferd, das so aussieht wie das vom Galoppreiter. Das schauen wir uns nochmal schnell an. Das habe ich schon. Das habe ich schon im letzten Jahr gekauft. Ist auch nur für 599 Starcoins zu erhalten. Also vom Preis her eigentlich voll okay, wie ich finde. Und ja, es sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Also wer die Shire-Urpferde mag, der ist hier wahrscheinlich komplett richtig. Aber mein persönliches Highlight des Tages sind die neuen Urpferde, die da sind. Oh mein Gott, warum Star Stable? Warum schon wieder neue Pferde? Und diesmal sind es Fjordi-Urpferde. Unglaublich auf jeden Fall. Für 850 Starcoins sind sie zu erhalten mit Stärke 4, Disziplin 2 und Agilität 1. Und auch diese Fjordpferde sind tatsächlich kältebeständig. Sehr, sehr cool, wie ich finde. Hier einmal so ein Pumpkin-Modell und einmal so ein Moos-Modell, kann man es so nennen? Oh mein Gott, ich weiß es jetzt gerade gar nicht so genau, ob man es so nennen kann. Schon irgendwie ein bisschen. Sehr, sehr schön, wie ich finde. Und das gucken wir uns auch nochmal an. Auch das finde ich sehr, sehr schön und sieht wirklich sehr kaputt aus, oder? Es sieht wirklich sehr, ja, beschädigt aus, halt wie, ja, wie halt so in der Natur so ein Moos-Rindenteil halt, ne? Ja, kennen wir ja schon so ein bisschen von den Lusitanos, nur diesmal noch ein bisschen anders vom Modell her. Und was ich halt auch an denen jetzt besonders schön finde, wenn sie nicht verwandelt sind, sehen sie echt richtig, richtig cool aus. 850 Starcoins. Ja, na toll. Hätte ich das vorher gewusst, aber ich muss sagen, ich bereue es trotzdem immer noch nicht, Ravenblood gekauft zu haben, weil ich den auch immer noch super toll finde. Und ja, mal schauen. Bis zum 6. November haben wir auf jeden Fall Zeit, das Ganze hier zu erledigen, vielleicht noch ein Urpferd zu kaufen. Und dann ist das Halloween-Update wieder vorbei. Und auch hier in Golden Hills hat sich ein bisschen was getan zum Update und zwar auf Jaspers Kürbisfarm. Denn dort gibt es ein kleines Problem, bei dem ihr Jasper helfen könnt. Ihr könnt Kürbisse aufspüren, die lebendig geworden sind und könnt die goldenen Kürbisse, die ihr dann erhaltet, gegen Belohnungen eintauschen. Vorsicht aber auch vor den Vogelscheuchen, denn die sind von der pandorischen Magie des Wassers auch ein bisschen lebendig geworden und vor denen muss man sich in Acht nehmen. Übrigens als Belohnung für die goldenen Kürbisse gibt es Pferde-XP oder auch laufende Haustiere und ja, eigentlich ganz cool und ich denke, das lohnt sich auf jeden Fall, hier ein paar Kürbisse aufzuspüren. Außerdem gibt es natürlich wieder in allen Schönheitssalons Halloween-Make-up zu bekommen und das könnt ihr natürlich kaufen und dann wieder wechseln, wenn ihr möchtet, zu Hause in euren wunderschönen Frisiertisch.
Ja, wie ihr seht, ist auch überall in ganz Jorvik alles ein bisschen Halloween-mäßig gestaltet und alles ein bisschen geschmückt. Überall stehen ein paar Halloween-Shops auch herum. Und was noch dazu gekommen ist, ist der Fotomodus, denn hier könnt ihr noch ein paar Spinnennetze und sowas alles hinzufügen und da mal gucken, ob ihr da ein paar schöne Fotos machen könnt eventuell. Sind Kürbisse dazu gekommen in verschiedenen Variationen, ein paar Geister, Fledermäuse, Spinnen und so weiter. Ich denke, da wird man auf jeden Fall ganz gut seinen Spaß haben beim Fotos machen. Übrigens könnt ihr auch zur Festung des Galoppreiters, wenn ihr kein Star Rider seid. Allerdings könnt ihr auf Jaspers Kürbisfarm natürlich nur mit Star Rider da sein. Auch nächste Woche wird das Update wieder ein bisschen gruselig, denn dort scheinen dann die Geister im Silverglade Schloss zu erwachen. Ja, da freue ich mich ganz besonders auch schon drauf und ich würde sagen, wir werden mal die Halloween-Sachen alle erleben und erkunden und vielleicht auch nochmal die Pferde anschauen. Eure Meinung dazu sehr, sehr gerne in die Kommentare. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass jetzt schon wieder ein neues Pferd rauskommt und letzte Woche doch erst das Curly rausgekommen ist. Wie soll man sich denn so schnell die Pferde kaufen können? Das ist ein bisschen doof, aber cool finde ich es trotzdem, weil die sehr, sehr schön aussehen. Ja, damit würde ich sagen, viel Spaß beim Halloween und bis zum nächsten Mal.